Genau, hat keiner gesehen, ein paar haben es vielleicht gesehen, aber die Eltern hier konnten damit nicht so schnell anfangen. Wir haben hier dieses grüne Ding hier, was ihr vielleicht schon gesehen habt auf den Namensschildern und habt euch gefragt, was ist das für ein süßes Gesicht? Es ist ein Alpaka, wie letztes Jahr entschieden wurde von den Teilnehmern. Dieser Alpaka hat so einen gewissen Kultstatus bei uns erlangt und wir twittern gerne darüber, wir schicken Filmchen von Alpakas und freuen uns. Und wir haben ja auch so einen kleinen Schrein aufgebaut und das kann man von hinten natürlich nicht sehen. Hier haben wir auch einen Alpaka und genau. Und was wir da sehen, da machen wir es mal so, ist eine Patenschaft, die Boris für Jugendhakt übernommen hat, für uns oder das ist Anni. Ist sie nicht schön? Ein Alpaka, eine Alpaka-Farm und willkommen in der Familie. Genau, Anni mit dem süßen Fleck auf der Nase. Und dafür danken wir Boris ganz herzlich. Boris, unserem engagierten Mentor. Genau, Boris, ein Mentor. Genau. So, da seht ihr nochmal das Zertifikat. Wunderschön. Das könnt ihr euch hier in Ruhe nochmal angucken und anbeten. So. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon quasi am Ende, nicht ganz, aber deswegen die Hinweise an euch. Es gibt noch ein paar andere Jugendhakt-Veranstaltungen dieses Jahr. Als nächstes kommt Frankfurt, dann kommt Berlin, kommt auch noch im November allerdings erst. Dazwischen sind noch ein paar andere Sachen, da sind wir noch in Asien und sonst wo unterwegs. Es gibt jeden Monat hier in Hamburg, am letzten Samstag, wenn ich mich nicht irre, im Monat, gibt es immer den Junghackerinnen-Tag beim CCC. Das findet ihr auch auf der Seite vom CCC und genau, es gibt Code for Hamburg, hackerspace.org, sucht euch mal raus, wo ihr überall weitermachen könnt und wir haben, glaube ich, auf unserer Seite auch diverse Hinweise dazu, genau, und wir würden uns freuen, euch dort wiederzusehen oder dass ihr euch da wieder seht und dass ihr weitermacht und an euren Projekten arbeitet. Jetzt wollen wir aber noch einmal das ganze Team hier auf die Bühne holen, die ganzen Leute, die hier dafür gesorgt haben, dass das hier alles stattfindet. Wir haben monatelang daran gearbeitet, kein Witz. Und das ist alles nicht so einfach und auch wir mussten gucken, wie wir zusammenarbeiten. Kommt mal bitte alle nach oben. Moment, erstmal kommt die Orga nach oben. Mareike, Theresa, Hanno, Torben, wo ist Birte? Birte! Birte fehlt noch. Es fehlt noch Anne, die heute leider nicht konnte. Und Franzi, die schon im Urlaub ist. Und Franzi auch, die eine super viel gemacht hat. So, vielen, vielen Dank euch alle. Und jetzt möchte ich nochmal alle Mentoren hier nach oben bitten. Bitte kommt mal alle nach oben, weil, wie gesagt, ohne euch, das ist kein Witz, geht das hier alles nicht. Wenn ihr nicht im Raum seid, ist irgendwann Stillstand. Einen herzlichen Applaus für die Mentorinnen und Mentoren. Ganz besonders dabei hervorzuheben ist Olli, der unser Mentor-Mentor ist und als Jugendhack-Veteran dafür gesorgt hat, dass alle Mentoren auch gut aufgehoben sind. So. Das war's. Naja, das war's. Wir sagen Tschüss, bleibt noch, trinkt noch. Ihr kriegt auch noch was. Mareike flickt's mal schnell hinter den Tresen. Wir möchten euch ganz herzlich nochmal Danke sagen. Ich weiß, wie viel Schweiß und Herzblut da reingeflossen ist. Deswegen kriegt ihr als Moderatoren und sowieso Projektleitung noch einen Blumenstrauß. Und es gibt noch eine dritte Person hier im Raum, die einen Blumenstrauß verdient hat, die nämlich das Ganze in herzzerreißende Bilder einfängt und das ist Sandra. Ja.
sprachlos. So, wie gesagt, genießt hier noch, trinkt noch was, quatscht über die Projekte. Wir fangen jetzt an aufzuräumen irgendwann. Genau, wir fangen an aufzuräumen. Das heißt, wir haben noch voll viele Poster übrig und unsere liebevoll gelasercutteten Mate-Marken, die alle in den Müll wandern. Wenn ihr welche davon haben wollt, sprecht uns an. Am Infotresen liegen auf jeden Fall welche rum. Sonst da an dem Tresen, hier, guck mal, da wo es klappert, gibt's die Mate-Marken. Wir verkaufen uns auch noch T-Shirts, falls ihr eins von den, nicht den hier, sondern den lustigen, bunt gereihten haben wollt. Da drüben für einen Zehner. Habt noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Tschüss.